Es war einmal ein mächtiger Kaiser namens Moritz Poritz, der über ein großes und reiches Reich herrschte. Kaiser Moritz Poritz war bekannt für seine Weisheit und seine Führungsqualitäten, aber auch für seine Liebe zur Abenteuerlust und zum Unkonventionellen. Eines Tages, während Kaiser Moritz Poritz allein im Palast spazierte, erschien plötzlich ein geheimnisvoller Geist vor ihm. Doch dieser Geist war anders als alle anderen. Er war gekleidet wie ein Gangster aus den 1920er Jahren mit einem Zylinderhut und einem schelmischen Grinsen. Statt der üblichen Geistergestalt hatte er jedoch einen Joint in der Hand und einen Wolken aus Rauch um sich herum. »Na, Kaiser Moritz Poritz, mein Freund«, sprach der Geist mit einer rauchigen Stimme. »Ich bin der Geist der entspannten Abenteuermann. Ich bin hier, um dir zu zeigen, wie man das Leben genießt.« Kaiser Moritz Poritz war überrascht, aber auch neugierig. Er folgte dem Geist durch die verwinkelten Gänge des Palastes und hinaus in die weitläufigen Gärten. Dort zeigte der Geist ihm, wie man in einer Hängematte entspannt, wie man die Sterne betrachtet und wie man das Leben in vollen Zügen genießt, ohne sich um die Verpflichtungen eines Kaisers zu kümmern. »Wie ich schon sagte, Kaiser Moritz Poritz, das Leben ist eine Reise, nicht ein Ziel«, erklärte der Geist, während er einen weiteren Zug von seinem Joint nahm. »Man muss die kleinen Freuden des Lebens schätzen, Mann. Vergiss deine Sorgen und lass dich von der Musik des Universums tragen.« Kaiser Moritz Poritz begann, die Welt aus einer neuen Perspektive zu sehen. Er begann, mehr Zeit in der Natur zu verbringen, mit den Menschen seines Reiches zu sprechen und die einfachen Freuden des Alltags zu genießen. Seine Untertanen bemerkten eine Veränderung in ihrem Kaiser. Er war entspannter, zugänglicher und nahbarer als je zuvor. Mit der Zeit verstand Kaiser Moritz Poritz, dass das Geheimnis des Glücks nicht in Macht oder Reichtum lag, sondern in der Fähigkeit, im Moment zu leben und die Schönheit des Lebens zu schätzen. Der Geist des Gangsters mit Joints hatte ihm eine wertvolle Lektion über Gelassenheit und Freude gelehrt, die er nie vergessen würde. Und so lebte Kaiser Moritz Poritz weiter, nicht nur als Herrscher seines Reiches, sondern auch als Verfechter des einfachen und friedlichen Lebens, das er durch den Geist der entspannten Abenteuer kennengelernt hatte.